Keine Ahnung, was OBS da jetzt hat. Es hat mir nicht gesagt, dass wir nicht aufnehmen oder dass wir nicht mehr im Stream sind. Es ist, glaube ich, abgestürzt. Gut, dann ist das so. Wir machen hier weiter. Ich habe auch mal die Aufnahme beendet und mal abgedingsbumst. Hab Dank. Mein Herr, für alles. Dann gucken wir mal. Ich hörte, die Menschen besteigen den Yogaku auf der Suche nach derselben Macht, mit der die Mongolen ihre Schwerter entfachen. Ein brennendes Schwert. Sehr nützlich an so einem kalten Ort. Wieso glauben Sie, das Geheimnis läge auf dem Yogaku? Das Lied des Musikanten. Seine Worte müssen schlüssig sein, wenn die Menschen riskieren zu erfrieren. Ich sollte mir dieses Lied mal anhören. Der Musikant war am Fuß des Berges. Aber ob er noch dort ist, weiß ich nicht. Gut, ja, wir kriegen jetzt ganz viele, Informationen. Sozusagen. Aber ich will ja mit der Story hier weitermachen. Gut. Wie gesagt, was mit OBS eben passiert ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was jetzt den Stream gestoppt hatte. Ich habe das auf jeden Fall nur gesehen, dass im Dashboard keine Übertragung mehr stattfand. Den Mauszeiger rausnehmen. Das soll Takeshis Lager sein. Wir teilen gern unser Lagerfeuer, mein Herr. Seid ihr lieb. Takeshi? Ihr kennt meinen Namen? Ich bin Jin Sakai. Yuna schickt mich. Sie lebt? Wo ist sie? Mongolen versperren den Pass nach Omi. Ich kann den Weg nicht alleine räumen. Yuna sagte, ihr könnt helfen. Klingt gefährlich. Ich dachte, ihr seid ein Meisterjäger. Der beste Bogenschütze der Präfektur. Hat Yuna das erzählt? Sie glaubt, ihr seid bereit zum Kämpfen. Liegt sie falsch? Was mich angeht? Nein. Doch meine Leute riskieren ihr Leben nicht grundlos. Es wird ein kalter Winter. Warum im Gebirge Eichhörnchen jagen, statt in einer warmen Festung zu leben? Können wir bis zum Frühling bleiben? Dann gern. Abgemacht. Das wird keine Wildschweinjagd. Kommt hier rüber, dann versteht ihr. Durch Mura werfen sie tote Mongolen den Wasserfall hinab. Der Jito muss sie zurückerobert haben. Da bin ich mal gespannt. Mongolen Takeshi. Bewachen das Tor. Streifen reiten täglich ein und aus. Wenn wir von dieser Seite reinkommen, greifen Yuna und der Rest meiner Freunde von Süden an. Yuna wird dort sein? Gut. Das Fort wurde auf den Klippen gebaut. So können wir hineinkommen. Holzfällerlager. Lieferte Nutzholz ans Fort. Hab hier keinen mehr gesehen, seit die Mongolen aufgetaucht sind. Wie gut könnt ihr klettern? Besser als die meisten. Die Strohhüte sind fort. Ja, so eine Festung einnehmen ist für uns kein Problem. Ich meine, komm schon. Das kriegen wir hin. Reise nach Fort Kominodake. Oha. War ich da nicht schon? Sekunde. Ja? Wollte mich schon bedanken. Jo, kein Problem. So, Kominodake, dahin. Interessant, dass wir diesmal genau andersrum reisen, sozusagen. Normalerweise sind wir immer von unten straight zum Norden gereist. Aber hier ist es jetzt sozusagen, dass wir vom Norden kommen. Okay, das mit dem Weiß haben sie echt ein bisschen übertrieben. Ich meine, an sich nicht schlecht. Auf keinen Fall. So.
Danke. So. Weißt du was? Hierher! Ich hole mir jetzt ein Pferd. Es geht um einiges schneller. So, ja, ich habe so einige Pläne noch, aber ich weiß halt nicht, wann ich das alles machen soll. Wir werden wahrscheinlich ab nächste Woche Resident Evil 4 mal ein bisschen spielen. Also das Remake sozusagen. Ich wollte gerne mal so eine Game-Trilogie machen. Bayonetta zum Beispiel. Ich habe jetzt noch keine Rückmeldung bekommen, wie Bayonetta Origins euch gefallen hat. Voll übel umgereitet. Geritten, Entschuldigung. Ja, ich meine, wir können jetzt halt sammeln und so ein Kram, klar, aber... Klar, Juna, warum nicht? Kann man mal machen. Die Frage ist halt, was wollen wir heute noch spielen? Morgen werde ich keine Zeit haben, da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Meter laufen wir jetzt noch mal schnell zu Fuß. Also ich persönlich würde ja ganz gerne, wenn es nach mir gehen würde, könnten wir durchmachen. Könnten weiterhin Ghost of Tsushima zocken, bis es dann theoretisch fertig ist. Und danach könnten wir halt mit Dingsbums weitermachen. The Last of Us. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel geht. Und dann ist halt die Frage, wie schaut es zum Beispiel aus mit Final Fantasy 7? Obwohl ich da gar nicht so sicher bin, ob ich das ein zweites Mal, A, ein zweites Mal genießen würde und B, ob ich das im Stream genießen würde. Weil ich glaube, die Spiele machen halt echt mehr Spaß, wenn du sie eigentlich größtenteils alleine spielst. Holzfällerlager. Lange sitzen, sehen die Mongolen uns mit Sicherheit. Weg von der Kante. Ich bin gleich bei euch. Sicher doch. Wie komme ich da jetzt hoch? Ach so. Juna hat ein paar interessante Freunde. Planen wir den Angriff. Von hier drüben kann man hineinsehen. Schützen an diesem Punkt haben gute Sicht auf den Innenhof.
und jede Menge Ziele. Die meisten Männer sollen dorthin. Wir gehen auf dieses Dach, greifen von oben an. Ihr klingt wie Yuna. Sie war eine gute Lehrerin. Ihr da kommt mit. Alle anderen ab zum Grat. Tötet jeden Feind, der mich sieht. Verstanden. Viel Glück. Verstehe. Töte die Mongolen. Dieses Dach soll ich hoch. Es läuft eigentlich ganz gut. So, lass ich mal überlegen, mit was greife ich denn am besten an? So, komm, drauf geschissen. Machen wir hier mal schnell platt hier. Ich meine, wir hätten jetzt hier mit Pfeil arbeiten können, aber... Gut, wir hätten vielleicht schleichend den Bär befreien können. Der hätte irgendwann mit uns kämpfen können, aber naja, komm. Es ging. Schnell. Warum muss ich hinter dem stehen? Warum kann ich das nicht vorher machen? Machen sowas. Mongolische. Die Holzfäller müssen Widerstand geleistet haben. Bringen wir jeden Mistkerl hier im Vor um. Noch eine Patrouille. Wir schlagen zu, wenn sie durchkommen. Versteckt euch. Ihr habt ihn gehört. Los. Feuer frei auf mein Signal. Lasst sie näher kommen. Jetzt! Tötet sie alle! Komm schon, los!
Los, auf zur Brücke! Ich habe gehört, Fürst Shimura hat eine Armee mit Samurai des Shogun. Warum führt ihr sie nicht an? Fürst Shimura bekämpft die Mongolen auf seine Weise. Ich auf meine. Ihr seid alleine. Dieses Fort gehört euch nicht. Der Jito ist in seiner Burg. Vor dem Frühjahr braucht er dieses Fort nicht. Wir sind weg, bevor er auftaucht. Gut. Das kam vom Südtor. Seh nach, was los ist. Hier rüber. Yuna. Sie war das? Wir müssen darüber. Sehen wir uns die Brücke an. Mann, was macht denn die Yuna hier? Die Mongolen haben die meisten Leute dort drüben. Das ist unsere Chance. Bei einem Sturmangriff über die Brücke müssen wir uns schnell um diese Huacha kümmern. Könntet ihr euch mit eurem Haken unter die Brücke schleichen und ihre Huacha übernehmen? Ich könnte mich an den Baum hinüberschwingen. Auf dieser Seite kommt man die Klippe hoch. Wenn sie euch sehen, können wir auf sie schießen. Ob Sturmangriff oder Schleichen, es wird riskant. Wir werden euch folgen, Fürst Sakai. Haltet eure Leute bereit. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war. Aber okay. Läuft ganz gut. Keine Ahnung, warum das jetzt eine Zeitlupe gewesen ist. Besiege die Mongolen. So, da muss ich mal gucken, wo diese Huacha ist, weil mit der kann man, glaube ich, richtig viel Scheiße bauen. Verstärkung im Anmarsch! So, dann gehe ich mal in die Huacha sozusagen rein. Ich glaube, ich hätte da gar nicht weggemusst. Die Frage ist halt nur... Sind sie? Sie haben Freunde aus Yarikawa mitgebracht.
die Hut und Nüsse! Super. Endlich seid ihr hier. Kommt nicht zu nah, sonst sehen sie mich. Versuche es. Wecker. Ihr hättet warten sollen, bis wir das Tor öffnen. Das war Mamas Idee. Los, Sakai. Gerade rechtzeitig. Schwingt weiter, Norio. Ich lerne fleißig. So weit würde ich nicht gehen. Für den Geist! Der Geist! Ja, die sind ja alle da. Das war knapp. Das vorgehört uns, mein Herr. Easy. Geht es allen gut? Ausgezeichnet. Im Großen und Ganzen. Schön, euch zu sehen, Fürst Sakai. Ist es hier oben überall so kalt? Man gewöhnt sich dran. Nehmt die nötigen Vorräte und bereitet den Ritt nach Yogaku vor. Also, du und Takeshi. In einem früheren Leben. Er und seine Leute sind mehr als Jäger, nicht wahr? Das hängt vom Blickwinkel ab. Ich sagte, sie können bleiben und den Pass für uns halten. Aber wehe, Banditen machen den Unschuldigen Ärger, die vor den Mongolen fliehen. Er weiß, was ich ihm antue, wenn er das wagt. Ich glaube, er wäre froh, dich wiederzusehen. Er hat mich gesehen. Wir können gehen. Bringen wir alle nach Yogaku. Dort planen wir unseren letzten Angriff. Wird Zeit, dass der Khan stirbt. Mhm. Wo es eigentlich komisch ist, weil der Khan hatte gar nicht so... Ja, wir hätten uns alles theoretisch sparen können. Obwohl. Schwierig einzuschätzen, ob der wirklich eine Partnerschaft hätte eingehen wollen. Oder nicht, aber auf der anderen Seite... Sakai, wir müssen reden. Was gibt denn Ishikawa? In eurem Alter nannten mich die Leute den nächsten Tadayori Nagao. Ihr seid der beste Schütze aller Zeiten. Nicht mal annähernd. Aber ich bin sehr gut. Ich bin dankbar für alles, was ihr mich lehrtet. Ich widmete mich meinen Studien. Und hatte nie Zeit für Familie. Tomoe war meine Erbin. Ihre Taten. Ich konnte ihr nicht vergeben. Niemand hätte das. Ich widmete mein Leben dem Bogen. Das Leben, das er mir gab, war bemerkenswert. Doch das Leben, das er mir nahm... Ups. Ja. Familie ist viel wichtiger. Sensei. Werdet nicht wie ich. Lasst euch nicht vom Geist verzehren. Tomoe ist irgendwo in Kamiyagata. Ein letzter Versuch, die Mongolen zu sammeln und ihren Ruf zu retten. Ist sie dort, finden wir sie. Und beenden es. Ja. Werden wir. Ja, so richtig viel habe ich jetzt noch nicht, ne? Toyotama ist noch einiges offen. Aber ich bin ja eigentlich schon hier. Wir könnten jetzt mit Norio weitermachen.
Vorübergehende Freundschaft. Wir könnten hier weitermachen. Oder wir könnten jetzt weiterhin... Jins Reise. Ja. Ja, machen wir mal weiter. Ihr übertreibt aber. Würde ich sagen. Helft mir, mein Herr. Die Mongolen haben meinen Meister gezwungen, für Khotun Khan höchstpersönlich eine Rüstung zu schmieden. Er erobert nicht nur unsere Heimat, sondern stiehlt noch das Handwerksgeschick unserer Leute. Als die Rüstung fertig war, nutzte mein Meister die Chance zur Flucht. Er machte sich mit der Rüstung davon. Wo hat er sie hingebracht? Er versteckte zwei Teile auf verschiedenen Gehöften, weit voneinander entfernt. Und die anderen? Die Mongolen haben sie. Sie fanden euren Meister, bevor er den Rest versteckte. Als er sich weigerte, die Fundorte der fehlenden Teile preiszugeben, richteten sie ihn hin. Ich finde alle Teile dieser Rüstung und räche den Tod des Meisters. Er wäre geehrt, würdet ihr die Rüstung tragen, mein Herr. Mhm. Bringt mir die Teile zurück und ich werde sie für euch anpassen. Ja, wir kriegen jetzt wahrscheinlich nochmal ganz viele. Mach ich später. Guten Tag, Fürst Sakai. Also richtig Lust habe ich jetzt eigentlich auch nicht drauf. Ich will jetzt mit der Story weitermachen. Zudem, ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich so wenig Zeit habe und eigentlich so viele Spiele habe, auf die ich Bock habe, leidet so ein bisschen die Qualität darunter, weil ich jetzt zum Ende hin viele Spiele durchpetzen will. Und mir fällt es halt auch auf, gerade bei diesen großen, siehe zum Beispiel Horizon Forbidden West, da wollte ich auch nur noch das letzte Drittel durchballern. Und ja. Was ist mit den anderen? Sie sind bereit, dir zu folgen. Der Sensei sagte ihnen, du wärst der Einzige auf Tsushima, der den Khan töten kann. Ich kann das nicht allein. Oder ohne Angriffsplan. Er ist im Izumi-Hafen, umgeben von einer Armee. Wir müssen die Schwächen der Verteidigung kennen, wie wir sie umgehen und wo wir den Khan finden. Dazu bräuchten wir die Vogelperspektive. Ich weiß auch schon von wo. Wir haben den Schutz der Nacht, wenn wir jetzt gehen. Na dann. Was die Yuna wohl mit uns will. Die ganze Zeit will die immer nur nachts mit uns rumlaufen. Der Izumi-Hafen. Vom Leuchtturm ist die Aussicht besser. Man muss nur hinaufkommen. Ohne gesehen zu werden. Los geht's.